Ja, hallo meine Stadtwanderer und herzlich willkommen heute mal zu einem anderen Video. Und zwar gehe ich heute mal mit euch spazieren durch Itzehoe. Ich wohne eigentlich in Hohenaspe, aber da das so ein kleines Dorf ist, dachte ich, ich fahre einfach mal in die nächste Stadt und laufe hier mal so ein bisschen rum. Wir warten hier gerade noch an der Ampel, die ist nämlich rot. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen, die echt crazy sind, die man beim Spazierengehen so sieht. Leute, hier liegt einfach ein Fernseher auf dem Hof. Einfach ein Fernseher. Und ich weiß noch nicht mal, man kann den da noch nicht mal runtergeschmissen haben. Weil guck mal, da oben ist nicht mal ein Fenster. Also da oben, von da hätte man ihn hier über Balkon, also von da ganz oben, wenn man da steht, hätte man ihn von hier darunter werfen können. Aber der ist ja noch nicht mal kaputt. Er ist einfach nur nass durch den Regen. Von Philips, ein Fernseher, der hier einfach rumliegt. Und hier wird es jetzt mal wieder ein bisschen ländlicher. Ich laufe gerade an einem Sandweg vorbei und hier rechts neben mir sehen wir hier so ein kleines Gewässer. Ein Fluss oder ein See irgendwie. Da hinten so eine Mini-Brücke. Und hier sind ganz viele Enten. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob wir hier ein paar Enten finden. Und da hinten könnt ihr sie auch schon sehen. Hier ist so ein ganzer Entenschwarm oder wie man das nennt. Ich bin jetzt natürlich sehr blöd. Ich habe gar nichts mit zum Futtern genommen. Aber ich bezweifle auch, dass sie hier irgendwie Wellensittichfutter fressen. Und da Sonntag ist, haben hier die Geschäfte sowieso nicht auf. Oh, und guck mal, sie sind sogar gleich da und sehen mich. Hallo. Ja, hallo. Oh, ich habe gar kein Futter mit. Oh. Auch gemein, ne? Ich bin Food-Tester und habe kein Futter mit für die Enten. Ist das eine Ente? Also Leute, da hat sich doch eine integriert, oder? Naja. Naja, egal. Wir gehen mal ein bisschen weiter und wir sehen hier schon mal eine Gassi-Box. Das finde ich immer sehr schön für Leute, die nicht dran denken. Können sich unterwegs einfach mal eine mitnehmen. Aber Leute, sie ist einfach rot. Rot oder pink, also... In dieser Farbe habe ich irgendwie so Gassi-Boxen auch noch nie gesehen. Naja, egal. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter in Richtung Zopp. Das ist einfach so eine große Bushaltestelle, wo die ganzen Busse immer halten. Und hier läuft eigentlich im Sommer immer Wasser durch. Aber es ist einfach leer gepumpt. Jetzt einfach, weiß ich nicht. Itzehoe hat wohl nicht genug Geld oder das ist wahrscheinlich im Sommer erst wieder so. Aber eigentlich sieht es sehr hübsch gemacht aus. Ja, und da hinten können wir eigentlich auch mal lang gehen. Das ist das Itzehoer Theater. Mal gucken, was da so abgeht. An einem Sonntag wohl nicht so viel. Ey Leute, und das fängt jetzt hier einfach an zu regnen. Also ich habe ja immer einen Regenschirm mit. Also auch wenn es knochentrocken ist, ich habe immer einen Regenschirm mit. Hier haben wir einmal Romeo und Julia. Ich hasse ja sowas, ne? Also für alle, die an Valentinstag nichts vorhaben, in Itzehoe kommt das Theaterstück Romeo und Julia. Und ich weiß nicht, was er hier ist. Ein Kabarett. Also Leute, sowas ist nicht meins, ne? Also das ist überhaupt nicht meins, sowas. Und das scheint hier irgendwie eine sehr bekannte Theaterschauspielerin zu sein, die schon sehr früh gestorben ist. Vielleicht kennt sie ja jemand. Ich sollte sie kennen, tue ich aber nicht. Und ich bin froh, ey, es ist hier überdacht. Ihr seht, das hier ist so ein Dach. Ich brauche jetzt meinen Regenschirm nicht aufspannen. Aber es muss jetzt einfach wieder regnen. Ja, ja, hier seht ihr den Zopp mal so von oben. Also viele verschiedene Bushaltestellen. Hier könnt ihr mit dem Bus nicht überall hin, aber man kommt ein bisschen weit als ein bisschen weiter als auf dem Dorf. Und wir nehmen jetzt hier, glaube ich, mal die Abkürzung durch den Park. Und was ich euch zeigen wollte, ich war mir nicht sicher, ob ich euch das jetzt zeigen soll. Aber hier unten liegt einfach eine benutzte Corona-Maske. Die liegen irgendwie überall hier rum. Einerseits will man sich hygienisch hier irgendwie schützen. Und auf der anderen Seite liegen sie einfach in der Öffentlichkeit irgendwo rum. Also ich glaube, es hackt. Ja, wir gehen jetzt einfach mal an dem Spielplatz vorbei. Ich habe keine Ahnung, ob das neu ist. Als ich noch zur Schule gegangen bin, meine ich, standen die Sachen da noch nicht. Weil ich bin in Itzehoe zur Schule gegangen, aber das habe ich hier auch noch nie gesehen. Naja, am Sonntag ist hier auch wenig los. Und
Hier steht ein Schild. Was steht auf dem Schild? Ein Spielplatz. Oh, guck mal, ihr habt hier so eine Anleitung, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Ja, nett gemeint. Ich habe das tatsächlich bei mir in Hohenasper. Da ist auch ein Spielplatz. Da steht einfach, man darf ihn erst ab 8 Uhr betreten. Ich meine, und um 21 Uhr abends muss man ihn wieder verlassen, wo ich mir so denke, was passiert denn jetzt, wenn ich da länger bin? Ich meine, kommt denn die Polizei oder was? Ja, wir haben jetzt hier inzwischen McDonald's erreicht und Leute, ich muss einfach jetzt mal auf Toilette und ich gehe da jetzt einfach mal rein und nutze diese Toilette. Komischerweise ist am Sonntag McDonald's immer sehr gut besucht und wir gehen jetzt hier einfach mal rein und gucken uns mal kein Essen an, sondern die Toiletten. Ihr seht hier schon, ist das eigentlich bei jedem McDonald's so, dass hier so eine Männchen drauf gezeichnet sind? Also komisch. Ja, so sieht meine Toilette von innen aus, Leute. Und ich muss euch einfach mal was zeigen, ja, weil ich finde, das geht überhaupt nicht. Es ist hier einfach kein Klopapier. Also es ist welches da, aber man kann es nicht rausziehen. Man kann einfach hier kein Klopapier. Es geht einfach, also, ah. Ja, Gott sei Dank habe ich noch ein paar Taschentücher dabei. Aber Leute, ey, echt, fickt euch doch. Also manchmal, naja, immerhin ist das Waschbecken sehr ordentlich. Aber naja, dafür, guck mal, hier sogar Tücher zum Händetrocknen, aber kein richtiges Klopapier. So, wir wollen hier auch gleich wieder raus. Ich bleib noch mal kurz stehen hier beim McCafé. Das finde ich sieht auch immer sehr ansprechend aus. Hier der Cheesecake und der Erdbeerkuchen. Also McCafé, das geht eigentlich immer. Ja, wie gesagt, es regnet irgendwie immer noch. Ja, es ist blödes Wetter und deswegen, ja, wir gehen jetzt einfach mal vom McDonald's-Gelände runter. Kann man das so sagen? McDonald's-Gelände? Auch doof, oder? Also Leute, schaut euch das mal hier an. Hier für ganz blöde, mein Itzehoe. Einfach am Kreisverkehr geradeaus. Allein auch die Betonung. Am Kreisverkehr einfach geradeaus. Da merkt man schon so die Stimmung von Itzehoe. So nach dem Motto, oh Junge, geh doch jetzt einfach geradeaus. Naja. Wir sind jetzt gerade am Kreisverkehr und an dem Kreisverkehr befindet sich mein Kaufland und direkt gegenüber Zoo und Co., wo ich immer das Futter hole für meine Tiere. Und ganz da hinten, wenn ihr das sehen könnt, ist nochmal ein Edeka. Man kann also rein theoretisch sein Auto hier parken und überall hin. Und ich sehe hier gerade einfach, es liegt einfach so eine Playboy-Verpackung hier im Gras. Also man findet unterwegs, wie gesagt, kaputte Fernseher und Playboy-Verpackung. Hier seht ihr, wie gesagt, den Edeka. Ich bin gerade, wie gesagt, nur ein paar Schritte von Kaufland jetzt weg. Dann hat man gleich schon den Edeka. Und gegenüber von Edeka befindet sich auch noch ein Lidl. Und da schräg gegenüber nochmal ein Aldi. Also ihr könnt das hier sehen. Hier haben wir einmal Lidl. Ja, für Leute, die gerade erst jetzt hier eingeschaltet haben. Der Parkplatz ist leer, weil es ist ein Sonntag. Da haben wir einmal Lidl, gegenüber haben wir einmal Aldi da hinten und da, wie gesagt, einmal Edeka. Und wenn wir nochmal 500 Meter zurückgehen, haben wir Kaufland. Also ihr könntet rein theoretisch hier euer Auto parken und könntet zu Kaufland, Edeka, Aldi und Lidl zu Fuß gehen. So sieht das aus. Ach ja, und für Leute, die nicht an Lebensmittelmärkten interessiert sind, hinter Lidl gibt es noch ein K&K Schuhcenter, Kick und Teddy. Ja, oh, ich sehe gerade eine ist da. Die läuft mit dem Hund lang. Da hinten seht ihr das. Einmal, da könnt ihr Schuhe kaufen und noch einmal zu Kick. Also hinter dem Lidl-Lebensmittelgeschäft einfach nochmal so ein paar kleine Läden. Aldi, Edeka, ihr habt alles da. Ihr braucht nicht weit fahren. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. Hier auch die Tüte, also ihr könnt das jetzt von hier nicht gut erkennen, ich gehe auch nicht dichter dran, aber es sind einfach ausgetrocknete Alkoholflaschen. Warum muss man die einfach hier so ablegen? Also gibt es keinen Glascontainer? Verstehe ich nicht. Ja Leute, hier ein kurzes Phänomen. Ich laufe gerade am Bahnhof lang und wir kriegen gerade einfach Gas eingeliefert. Zumindest steht Gas drauf, aber ich vermute mal, dass es Gas ist. Es kommt einfach hier ein Zug gerade an mit Gas. An einem Sonntag. Wir kriegen hier einfach Gas geliefert. Ja, das weiß man jetzt auch. Achso, hier Theater Itzehoe. Als ich da war, war gar nicht so eine Vorschau davon. Wir haben hier Martina, The Rock Legend und Irish Dance. Oh, Irish Dance ist richtig gut. Also ich liebe ja sowieso Michael Flatley und Lord of the Dance habe ich sogar eine DVD von. Aber im Theater mir das anschauen, ich weiß nicht, Leute. Also Theater, das hat mich noch nie so gereizt.
Naja, wir gehen einfach mal weiter. Und hier wieder im Gras, es liegt einfach da eine Nasensprayflasche. Und Leute, das ist genau das gleiche Nasenspray, was ich auch benutze. Es ist ein anderes. Es hat einen dunkelblauen Deckel, nicht den hellblauen, das, was ich immer habe. Aber einfach ein Nasenspray liegt hier. Und es kommt noch nicht mal von mir, wo ich mir so denke, wer hat es da? Warum einfach Nasenspray? Naja, gut. Wir gehen hier nochmal lang. An einem See, es wird nochmal etwas ruhiger und für Naturfreunde. Ich gehe sowieso eigentlich lieber in der Natur spazieren. Ja, und ich muss euch jetzt einfach mal eine Frage stellen. Das habe ich öfter bei mir schon mal gesehen, dass hier einfach Vogelhäuser nummeriert sind. Warum sind hier einfach Vogelhäuser? Haben die Vogelhäuser hier ihre eigene Anschrift oder was? Also manche Sachen sind hier wirklich etwas creepy. Und ich mache mich jetzt auch langsam mal auf den Nachhauseweg und wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Sonntag, je nachdem welcher Tag heute ist, weil ich keine Ahnung habe, wann ich das Video hier hochladen werde. Und, wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. Ich zeige euch noch mal ein paar Tiere. Da hinten seht ihr Rehe. Für Stadtmenschen, die das noch nie gesehen haben, die kleinen Punkte da hinten, also die kleinen Punkte. Rehe. Ich kann jetzt auch nicht ranzoomen, wenn sie... Oh Gott, sie rennen los. Sie rennen los. Sie haben mich entdeckt. Scheiße. Okay, Leute. Bis dann.